Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66. Moin Moin, wie wir in Hamburg sagen. Immer noch mal kurz benachdrücken. Wir haben heute den 7. Mai 2018, ein schöner Montag. Wir haben den ganzen Tag Sonne gehabt und ich habe gerade ein Stück Hamburg-Journal sehen können. Da hatten sie auch 14 Stunden Sonne heute. 25 Grad, ja genau dasselbe Wetter haben wir hier in Belgien auch, knapp 600 Kilometer südlich von Hamburg. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schöner Tag, habe ich auch schön von genossen. Bin schön spazieren gegangen und habe auch sonst mal ein bisschen draußen gespielt mit dem Hund und sowas. Und dann setze ich mich jetzt heute Abend hier hin und mache die 24. Lesung von dem Griesinger Buch über die Jesuiten. Und da haben wir auch heute wieder, wie ihr an dem kleinen Bild da oben von Skype seht, dass der Michael uns heute wieder begleitet in der Lesung. Der Michael, der aus Deutschland kommt und wo er sonst noch herkommt oder was er sonst noch macht, das kann er euch mal selbst erzählen. Hallo Michael, herzlich willkommen zur Sendung. Wie geht's Hallo dir? Jörg. Hallo Jörg, danke für die Einladung. Ich bin einigermaßen braun gebrannt von gestern. Und ja, ich komme tatsächlich aus Deutschland und aus dem auf tiefem Westen, wie der Herbert Grönemeyer immer so schön sagte. Bei uns sagt man aber nicht Moin Moin, bei uns sagt man einfach so Tach. Das ist nämlich alles so plattdeutsch und die Leute haben ein bisschen einfachere Sprache, aber die sind meistens auch relativ herzlich und ich habe da so keine Berührungsprobleme mit Nordlichtern. Ich hatte selber ja meine Freundin in Niedersachsen. Tag sagt man in Hamburg auch. Ja. Ja. Also ich bin da multikulturell in Deutschland zumindest unterwegs. Ich habe da keine Aversion und ich fand das immer so niedlich, wenn ich oben war. Direkt an der Nordsee dann halt jeder zu mir Moin Moin gesagt hat, fand ich dann immer ganz nett. Ich fand die Leute da oben auch irgendwo ein bisschen ein Stück weg irgendwo weniger materialistisch, irgendwie einfacher alles, also vom Baustil und so. Ich fand das eigentlich angenehmer. Jedes Mal, wenn ich zurück musste hier nach Nordrhein-Westfalen, auf der Autobahn war und dann auf die A31 verlassen habe, die sogenannte Ostfriesen-Autobahn. Und dann schon so die ganzen Türme, die ganze Industrie in Duisburg, Oberhausen, Umgebung gesehen habe, da habe ich auch gedacht, boah, was ist das hier ein Stress. Also ich war immer froh, wenn ich irgendwo oben im Norden war. Tja, mir haben sie damals angelernt in Hamburg, alles südlich der Elbe ist Italien, ist Norditalien. Ja? Die Elbe ist der Weißwurst-Äquator nach dem Motto. Ja, genau, und, ja. Ja, ich habe zwar als Kind ab und zu mal Urlaub in Bayern gemacht, aber ansonsten muss ich mit den Leuten da nichts haben. Die Menschen da sind zwar soweit ganz freundlich, aber wenn du dann siehst, wie katholisch die sind, dann dreht sich mir nur der Magen um. Gut, wir haben letztes Mal angefangen, davon zu lesen in dem Buch von Griesinger, wo er jetzt über die Macht der Jesuiten in Deutschland spricht. Mhm. Ich habe da mal kurz reingeschaut, das ist ein Teil in diesem Buch, der geht knapp über 60 Seiten. Das ist natürlich im Verhältnis, wenn wir jetzt mal die anderen Dinge lesen, die anderen Länder, wo die Jesuiten sich niedergelassen haben, ist das der größte Teil. Und das finde ich auch sehr schön, dass der Griesinger hier viel Zeit drin gibt. Das ist genau dasselbe wie in der verborgenen Geschichte der Jesuiten. Das ist ja ein Buch von Edmond Paris und der ist ja Franzose. Und da sieht man ja, wie er sich oftmals mit Frankreich beschäftigt und wie die Franzosen in Frankreich gewirkt haben. Und hier haben wir jetzt mal einen deutschen Autoren, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie die Jesuiten in Deutschland wirken, zu der Zeit, wo er das schreibt und gewirkt haben, weil er schreibt ja, dass es um die Machtposition der Jesuiten geht und ihre innere Wirksamkeit von Gründung des Ordens bis heute, 1866, wo er das Buch schreibt. Das finde ich sehr schön, dass wir jetzt mal richtig tief in die deutsche Geschichte eingehen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht groß weiter Zeit verlieren, Michael. Du weißt, wenn du irgendwas mal kommentieren möchtest oder so, dann rufst du halt Kommentar oder stopp mal eben, Jörg, oder was in der Richtung. Ich mache ab und zu auch mal Pausen, dann kann man das ja auch leicht machen, dann musst du mich nicht unterbrechen. Und dann werden wir jetzt weiterlesen. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal eben ein paar Reihen zurück auf die Seite 245 im PDF. Ihr seht das hier in blau unterlegt. In diesem Satz fange ich nochmal an, um uns da wieder ein bisschen reinzubringen. Wir hatten letztes Mal in dem ersten Absatz auf der nächsten Seite gestoppt, aber wir gehen hier nochmal eben kurz die paar Wörter, will ich jetzt mal sagen, ein oder zwei Sätze zurück, um wieder reinzukommen. Der Autor sagt hier, nach der ersten Aufregung nämlich, welche durch die Lehre Luthers hervorgerufen worden war, also die Reformation, und besonders nach Abschluss des Augsburger Religionsfriedens, da habt ihr ja in meinen
Videos von gelesen, von den schmalkaldischen Artikeln, fingen die Wellen des Glaubenshasses an, sich zu verlaufen. Und weil das Hetzen und Schüren aufhörte, so hörte auch die schroffe Spaltung zwischen Katholizismus und Protestantismus auf. Ja, weil die Leute eben gelernt haben, Kompromisse einzugehen. Das ist nicht positiv. Beide Teile lernten sich ertragen und wohnten durcheinander, nebeneinander, untereinander, ohne sich zu schimpfen oder auch nur anzufeinden. Nun, dass die Leute schön miteinander auskommen, ist ja gut, aber dass die eine Hälfte eine Falschlehre vertritt, ist nicht so gut. Ein Teil hat sich, so berichtet im Jahre 1564 der am Kaiserhofe akkreditierte venezianische Gesandte an den Senat seiner Vaterstadt, ein Teil hat sich so sehr bequemt, den anderen zu dulden, dass in den Orten mit gemischter Bevölkerung wenig darauf geachtet wird, ob man katholisch oder protestantisch ist. Aber nicht allein Ortschaften, auch die Familien sind auf solche Weise gemischt und es gibt Häuser, wo die Kinder dieser, die Eltern der anderen, wo Brüder einer verschiedenen Konfession angehören. Ja, Katholiken und Protestanten verheiraten sich und untereinander und niemand, Katholiken und Protestanten verheiraten sich untereinander und niemand achtet darauf oder stößt sich daran. Ende Zitat. Solchartig waren die Verhältnisse in ganz Deutschland. Und dass selbst die den Äbten und Bischöfen unterworfenen Herrschaften, die sogenannten Krummstabsgebiete, hiervon keine Ausnahme machten, ersieht man am besten daraus, dass noch im Jahre 1580, also in einer Zeit, wo der Segen der Duldsamkeit bereits zu schwinden begonnen hatte, der glaubenseifrige Wilhelm V. von Bayern den Bischöfen, deren Kirchsprengel sich bis in sein Herzogtum erstreckte, in einem Rundschreiben den Vorwurf machte, Zitat, sie ließen in den ihrer unmittelbaren fürstlichen Hoheit untergebenen Territorien gemischte Ehen ohne Anstand einsegnen. Ende Zitat. Und an diesem Akt der Duldsamkeit war es noch nicht einmal genug. Nein, sondern viele der katholischen Priesterfürsten Deutschlands gingen noch weiter und stellten an ihren Hofhaltungen gar vollends Männer protestantischen Glaubens als Räte, Richter, Vögte oder sonstige Beamte ein, ohne dass irgendjemand dies anstößig gefunden hätte. Hier gehen wir nochmal eben in eine Fußnote rein und ich muss hier sagen, hier ist jetzt das ganz furchtbar wichtig, wenn wir ein paar Jahre weiterdenken. Wir sind hier ja noch in einer Zeit, wo die Jesuiten das Freimaurertum noch nicht übernommen hatten. Wir sprechen hier noch vom 16. Jahrhundert. Aber sobald sie im 17. Jahrhundert das Freimaurertum übernehmen, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese protestantischen Räte, Richter, Vögte oder sonstige Beamte oftmals eben in Freimaurerlogen organisiert waren und daher dachten, der katholischen Umarmung oder Kontrolle mehr oder weniger entgehen zu können, wobei sie natürlich gar nicht wussten, dass an der Spitze des Freimaurertums der General der Jesuiten steht und sie eigentlich vom Regen in die Traufe kamen. Aber gut, die Fußnote sagt ja, es sind darüber sehr päpstliche Erlasse, sehr viele päpstliche Erlasse, die in den bischöflichen Bibliotheken aufbewahrt werden, noch jetzt vorhanden und geht aus denselben hervor, dass derlei Anstellungen keineswegs zu den vereinzelten Fällen gehörten. Ja, sie ließen sich selbst durch die darüber erhaltenen Vorwürfe und Rügen des apostolischen Stuhls nicht irre machen, wie dies das Beispiel des Bischofs Johann Georg von Bamberg auf ganz klärlich dartut. Denn er ernannte im Jahre 1577 den Lutheraner Johann Friedrich von Hoffmann zu seinem Vizedom und den hochstiftlichen Bestiftungen in Kärnten und behielt ihn bis zu seinem Absterben anno 1587 bei, trotzdem seine Heiligkeit zwischen Anführungsstrichen der Antichrist Papst Gregor der 13., dem wir dem Kalender zu verdanken haben, nachdem wir heute leben, in einem eigenen Sendschreiben eine Abänderung dieses Gräuels kategorisch verlangte. Das ging denn doch gar zu weit und es war also kein Wunder, wenn die Erbitterung und der Gram am Papstsitze zu Rom auf den Kulminationspunkt stieg. So, mal eben hier das Bild verändern, was wir uns hier in der Zwischenzeit anschauen und dann lesen wir weiter. Aber wie war zu helfen? Alle Arzneien und Remedia, also Remedien sagt man heute wohl, welche man bisher angewandt, hatten nicht angeschlagen,
sondern das grässliche Pestübel vielmehr noch gesteigert, so dass von allem Volk ein kaum noch nennenswerter Teil, von allen Fürsten nur noch der Herzog von Bayern und der Gebieter der österreichischen Lande treu zum römischen Glauben hielten. Doch wie? Hatte denn nicht die neu kreierte Sozietät Jesu den Kampf gegen das Ketzertum als Devise auf ihre Fahne geschrieben? Hatten nicht die Streiter Christi die Jesuiten geschworen, nie und nimmer zu ruhen, als bis sie die sämtlichen vom Glauben Abgefallenen dem Papste wiedergewonnen haben würden? Und hatten sie nicht bereits vielfach bewiesen, dass sie ebenso fähig als gewillt seien, diesen ihren Schwur auch zu halten? Ja, sie allein, sie, welche die Worte des Stifters unserer Religion, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, in ihrem Sinne deuteten. Sie alleine waren imstande, die Ungeheuer, welche den Weinberg verwüsteten, auszurotten und das heilige römische Reich wieder in die alten Fesseln zu schlagen. Der Stuhl zu Rom bedachte sich also keinen Augenblick, ihnen diese schwere Aufgabe aufzubürden, und ebenso eifrig erklärten sie sich bereit, sich derselben zu unterziehen. Auch wussten sie wohl, warum sie dies taten. Sie wussten, dass wenn es ihnen gelang, dem Verlangen des apostolischen Stuhls zu entsprechen, dieser sie mit dem reichsten Korn, Born, Born, ne? Born. Born, ja, was ist denn ja. Born, ja. Das Wort, ich kann es zwar lesen, aber ich verstehe es nicht. Musste ich auch googeln. Ja, google das doch mal in der Zwischenzeit. Ja, vielleicht findest du das hier raus. Ja. Dieser sie mit dem reichsten Born seiner Gaben überschütten müsste. Sie wussten, dass sie alles Terrain, das sie anscheinend für Rom eroberten, für sich selbst gewannen und dass ihre Machtstellung erst durch die Wiederbekehrung des abtrünnigen Germaniens eine universale wäre. Somit gelobten sie sofort, die Ritter des Katholizismus zu werden, und wie sie dieses Gelübde gehalten haben, das mag uns die nachfolgende Erzählung zeigen. Tja, wie gesagt, wir gehen knapp 60 Seiten in die deutsche Geschichte von den Jesuiten, und ich denke, wir werden hier eine ganze Menge Dinge lernen, und es werden uns einige Male die Augen überlaufen oder die Ohren überlaufen von dem, was wir hier lesen und hören müssen. Und wir werden viele Cliffhanger haben. Ja, da gehe ich. Das ist versprochen. Also Born habe ich jetzt gegoogelt. Born ist entweder eine historisch oder historisierende poetische Bezeichnung für einen Brunnen oder eine davon abgeleitete Gewässer- oder Ortsbezeichnung. Ich erinnere mich da noch an so einen Lebensborn, aber das scheint alles da so nicht so ganz zu passen. Ich würde das jetzt beinahe so verstehen, dass sie mit dem reichsten Born seiner Gnade überschütten müsste als Füllhorn oder sowas, würde ich das jetzt vielleicht übersetzen. Genau. Auf jeden Fall, dass halt viele Schätze, Reichtum, Macht vor allen Dingen, über die Jesuiten als Dank ausgeschüttet würden. Ja, da gehe ich mal von aus, dass man das so ungefähr verstehen kann. Ja. Dankeschön für das Nachzuschauen, Michael. Ja, die Cliffhangers, die werden wir ganz sicher haben in diesen Lesungen, da bin ich von überzeugt. Die ersten Jesuiten, mit denen unser Vaterland beglückt wurde, waren die drei Patres Lefebvre oder auch Faber, wie man ihn zu Deutschland nannte, Lejean und Bobadilla. Sie sandte noch Ignaz selbst, wie ich bereits im ersten Buche berührte, und zwar den Faber bereits im Herbste 1540, die beiden anderen aber das Jahr darauf. Als allgemeine Aufgabe bezeichnete er ihnen Sondierung der deutschen Zustände sowie Belauschung der Gemüter in ihrem Innersten. Insonderheit jedoch sollten sie sich Gönner und Freunde unter den katholisch gebliebenen Machthabern gewinnen und diesen die Vorzüge des neuen Ordens so anrühmen, dass der Aufnahme desselben kein Hindernis in den Weg gelegt würde. Alle drei taten, wie ihnen geheißen, natürlich, aber jeder in seiner Art. Und so gelang es ihnen, einen Samen auszustreuen, der in kurzer Zeit zu einem wahrhaften Riesenbaum heranwuchs. Faber nämlich wandte seine Schritte nach dem Rhein, das ist nach Mainz und Köln, an die Höfe der zwei größten, mächtigsten und angesehensten Kirchenfürsten Deutschlands, um diese zu vermögen, dass sie Jesuitenkollegien in ihren Territorien errichteten. Und wenn er nun auch hierin nicht durchdrang, so machte er dagegen eine andere Eroberung, die einen weit größeren Wert hatte.
Diese Eroberung bestand darin, dass er den Kandidaten der Theologie, Peter Canisius, einen damals 22-jährigen Jüngling aus Nimwegen im Gelderland, also hier sprechen wir jetzt über, was wir heute als Niederlande kennen, Nijmegen, ja, ist Nimwegen, im Gelderland in Holland, also in Niederlande, in Mainz kennenlernte und sofort im Mai 1543 für den Orden gewann. Einen so großen Wert hatte selbige Eroberung, weil Canisius wahrhaft außerordentliche Geistesgaben und neben der größten Gelehrsamkeit eine Beredsamkeit besaß, deren sich nicht viele Sterbliche rühmen können. Natürlich, übrigens, trat Canisius dem Orden nicht bei, um Bußübungen zu tun, sondern weil er auf den ersten Blick ersah, welch ungeheuren Spielraum die Sozietät Jesu dem Ehrgeiz gewähre und weil er sich nach nichts mehr sehnte, als eine große Rolle in der Welt zu spielen. Kommentar? Ja? Kommentar, mir kommt der Satz so vor, als wenn er noch so ein bisschen zweideutig wäre. Insofern, welch ungeheuren Spielraum die Sozietät Jesu dem Ehrgeiz gewähre. Im Endeffekt müsste ihm ja auch dann klar sein, aufgrund der Bulle Regimini Militantis Ecclesia, dass da auch in Anführungsstrichen unbegrenzte materielle Mittel mit verbunden sind. Naja, und vor allen Dingen geht es ja gar nicht mehr um den Ehrgeiz des individuellen Jesuiten. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Jesuiten müssen ja als allererstes ihr Gehirn an der Tür abgeben, bevor sie irgendwo reingehen. Und müssen sich ja komplett der Autorität ihres Vorgesetzten und schlussendlich des Jesuiten-Generals unterstellen. Aber weil eben die Ziele der Jesuiten, denke ich mal, das sind, wovon hier gesprochen wird, ja, dass die Ziele sozusagen, wie er hier sagt, ehrgeizig wären, ja, oder den Ehrgeiz nähren, lass uns mal sagen, dass er sich mit den Zielen dermaßen identifiziert, dass er deswegen von dieser Sozietät, also von der Gesellschaft Jesu angezogen wurde. Nach dem Motto, wenn ich für deren Ziel kämpfe, dann kann ich wirklich in meinem Leben etwas erreichen, zwischen Anführungsstrichen. Ja, das meine ich damit. Das heißt, du hattest ja im Mittelalter nur die Möglichkeit, wir hatten ja ein Ständesystem, es gab ja da keine Mittelklasse, du hattest ja nur die Möglichkeit, entweder Adel zu sein oder ja, Bauer, sage ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt der Société Jesu beitrittst, dann hast du da ja in Anführungsstrichen die Möglichkeit, Karriere zu machen. Ja, es gab drei Klassen. Es gab die Klassen des Klerus, es gab die Klasse der Adligen und es gab die Klasse der Untertanen, der Bauern und so, wie du sagst. Keine Mittelklasse, das stimmt. Die Mittelklasse ist ja erst eine Errungenschaft, die aus der Reformation herausgekommen ist. Das ist ja hier noch ein bisschen früh. Das spiegelt sich ja erst dann später im Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts wieder. Da entsteht dann ja wirklich die Mittelklasse erst, wenn die Reformation die ersten 30, 40 Jahre Früchte getragen hat. Das ist ja hier noch nicht ganz so weit. Wir sind ja hier 60 Jahre nach 1520, bei 1580 ungefähr, also hier noch nicht ganz. Später wird das dann schon der Fall sein. Und ja, das ist auch etwas übrigens, das kommt in der Buchlesung von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, ganz deutlich zuvor, dass man, wenn man irgendwas erreichen wollte, dass man dann besser der römisch-katholischen Kirche beigetreten war. Da konnte man zwischen Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Karriere machen, was man sonst eben nicht konnte. Sonst war man halt nur ein alter, armer Bauernpflegel oder was auch immer. Wie gesagt, es gab keine Mittelklasse, da hast du vollkommen recht. Und wenn du dann natürlich solche ehrgeizigen, ambitiösen Männer hast, wie den Anastasios, über den wir hier gerade lesen, ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt richtig gelesen, weil ich gucke gerade nicht auf das PDF hier, wenn du dann solche ehrgeizigen Männer hast, die gehen dann natürlich mit ihrem ganzen, mit ihrem ganzen Charakter, mit ihrem ganzen Herzen, mit all ihrer Kraft, arbeiten sie dann dafür und sorgen dafür, dass eben alle Mittel angewendet werden, um ihr Ziel zu erreichen, solange ihr Ziel dasselbe Ziel ist, was das Ziel der Kirche ist. Und da kommt dann wieder der Spruch der Jesuiten zum Gelten. The end justifies the means. Das Ziel heiligt die Mittel. Genau. Ja. So ist das.
Ja, schon eine ganz interessante Bemerkung, die du da gemacht hast, Michael. Aber das ist durchaus richtig. Der Ehrgeiz dieser Person widerspiegelt sich im Grunde im Ehrgeiz der Gesellschaft Jesu. Ja? Wenn die zwei Ehrgeize auf einer Linie liegen, dann hast du natürlich Leute damit, die nach dem Motto, ja, die reißende Wölfe werden. Ja? Und da scheint mir dieser Canisius, nicht Anastasius, was ich gesagt habe, Canisius, scheint mir da eben so einer zu sein, der nach dem Motto sagte, hoc est digitus Dei, das ist ein Zeichen, das ist der Fingerzeig Gottes, dass diese Gesellschaft jetzt hier ist und mir die Gelegenheit gibt, mein Leben so zu leben, wie ich das will. Ich kann mich nach dem Motto auch noch ausleben. Also für Massenmörder im Grunde ja, ist das ja eine Traumorganisation, die da auf einmal entsteht, die Jesuiten, ne? Wir hatten ja auch gute Vorbilder, ne? Ja, und sie haben auch gute Vorbilder geschaffen dann für später noch, ne? Also nicht nur damals, dass sie gute Vorbilder hatten, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass sie andere Leute da wieder reingebracht haben. Reden wir mal von den ganzen Diktatoren, die wir im 20. Jahrhundert erdulden mussten. Das waren ja alles jesuitengeschulte Puppen, mehr oder weniger. Gut, auch gelang ihm Letzteres fast über die Maßen, wie wir bald sehen werden. Und kein einziges von allen früheren oder späteren Ordensmitgliedern hat, wenigstens in Deutschland, mehr geleistet als dieser Canisius. Bobadilla trat zuerst in Regensburg auf, wo gerade ein Religionsgespräch zwischen protestantischen und katholischen Theologen st stattfand. Allein in einer seiner Reden zog er so fulminant gegen den Protestantismus los, dass ihn das erbitterte Volk bald in die Donau geworfen hätte, und infolge dieses Auftritts musste er bei Nacht und Nebel entweichen. Weit besser erging es ihm in München, wohin er sich von Regensburg aus wandte, denn er gewann durch den Unterricht, den er erteilte, eine Menge von Schülern, und nach Verfluss von einigen Jahren wusste er sich sogar durch seine höfischen Künste bei dem Herzog Wilhelm IV. So einzuschmeicheln, dass derselbe gar nichts mehr ohne seinen Rat tat. Eben deshalb gelang es ihm auch mit leichter Mühe, den Fürsten gegen das sogenannte Interim, welches Kaiser Karl V. anno 1548 überall in Deutschland einführen wollte, so anzustacheln, dass es in Bayern nicht zur Geltung kam, weil er dagegen so unvorsichtig war, bei dieser Gelegenheit sich bis zu beleidigenden Äußerungen gegen den Kaiser hinreißen zu lassen, machte der hiervon benachrichtigte Karl V. kurzen Prozess mit ihm und verbannte ihn ohne weiteres aus dem ganzen Deutschen Reiche. Lejean, der gewandteste von den drei nach Deutschland gesandten Loyoliten, lenkte alsbald seine Schritte der Hauptstadt der österreichischen Lande zu. Und kaum war er dort angelangt, so gelang es ihm auch, die Wiener durch seine vortrefflichen Predigten zu bezaubern. Da selbst der Bruder Karls V., der zum deutschen Könige erhobene Ferdinand I., ließ sich von seiner Beredsamkeit hinreißen und zeigte sich ihm nicht nur in allem hold und gnädig, sondern wollte ihn auch durchaus anno 1546 zum Bischof von Triest machen, was jedoch Loyola aus guten Gründen, dieselben sind bereits im ersten Bande entwickelt worden, hintertrieb. Ja, da hatte ich bereits im ersten Band von gelesen, diejenigen, die sich daran erinnern, da ging es um den Borgia, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, der damals ja auch Kardinal oder Bischof werden wollte und das als große Ehre empfangen und Loyola dagegen anging und gesagt hat von nein, wir sind eine Sozietät, eine Gesellschaft, die muss bereit sein, immer und überall zu gehen. Und wenn man kann also nicht sesshaft werden und kann daher so ein Amt wie das eines Bischofs zum Beispiel bekleiden, weil dann ist man ja sesshaft, dann hat man ja sein Bischoftum, dann kann man seine Aufgabe ja nicht mehr erfüllen, wie sie erfüllt werden sollte in der Sozietät Jesu. Und dann kommt er noch mit bei, dann habe ich ja auch neben meinem Vorgesetzten in der Gesellschaft Jesu meine Vorgesetzten in der römisch-katholischen Kirche. Ich kann ja nicht zwei Herren dienen. Von daher waren die dagegen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe damals ja auch noch die Bemerkung gemacht, ja, komischerweise ist aber jetzt zum Beispiel Papst Franziskus als Jesuit auf diesem Papststuhl, da wissen wir auch, das wird dann wohl sein letzter Job sein, ne? Da wird er wohl mit abgeschlossen haben. Geht ja nicht mehr anders. Ja, ist doch wahr. Ja, es ist schon. Normalerweise ist, ich hab die Bemerkung damals ja auch gemacht, normalerweise ist das Papstamt ein Amt, genau wie das Amt des Generals des Jesuiten, da wird man mit den Füßen voran rausgetragen aus seinem Büro, ja, auf einer Bahre.
Und oder auf einer Trage, was ist das jetzt, wo die Toten rausgetragen werden? Ich verwechsel immer Trage und Bahre, verwechsel ich immer. Ja. Von der Auf Wiege, von der, es gibt so einen Spruch, der heißt, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare. Genau. Formulare. Ja, Kann das man kenne ich vielleicht nicht auch. gut merken. Ja, okay, von der Wiege bis zur Bahre. Also auf einer Bahre wird man dann halt rausgetragen. Ja. Aber es gibt ja Beispiele, dass Päpste lebend zurückgetreten sind. Vor Benedikt dem 16. gab es einen, ich glaube vor knapp 1000 Jahren, der hat das auch mal gemacht. Und dann halt Benedikt der 16., der jetzt zurückgetreten war, lebend. Und bei den Generälen der Jesuiten war es bis Peter Hans Kolvenbach undenkbar. Peter Hans Kolvenbach war der Erste, der zurückgetreten war 2008. Dann kam Adolfo Nicolás Pachón an seiner Stelle, der in 2016 zurückgetreten ist, dass er bereits, nee, der in 2016, an, nee, in 2015, glaube ich, ankündigt, dass er in 2016 zurücktritt, dann auch zurückgetreten ist. Und seitdem haben wir ja den Arturo Sousa, den venezuelanischen schwarzen Papst oder General des Jesuitenordens. Da haben sie ja auch ihre Statuten einfach so verändert, wie sie wollen. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Die machen ihre Gesetze so, wie sie lustig sind. Genau wie Pipi Langstrumpf. Ich mache mal die Welt, wie ich es will. Ja? Und genauso machen die das auch. Die machen ihre Gesetze so, wie es ihnen passt. Gerade in den Kram passt. Da hätte Und ich noch einen Kommentar zu ja, gleich. erzähl mal. Da wir jetzt gerade den offiziellen anfänglichen Papst Bergoglio, heißt der, Bergoglio. Bergoglio haben, Jorge Mario Bergoglio. ja, sowas. So, dann ist es doch als normaler Katholik für einen normalen Katholiken der erste jesuitische Papst. Ich sag extra für einen normalen, regulären Katholiken ist es jetzt der erste Papst, der einen jesuitischen Background hat. So, und für mich stellt sich das schon so dar, wenn ich mal ein bisschen ein Stück weiter denke, dass eigentlich damit die Jesuiten öffentlich darstellen, dass sie das Oberhaupt der katholischen Kirche sind. Zum ersten Mal überhaupt öffentlich quasi nach außen hingetragen wird. Guck mal hier, wir stellen den schwarzen Papst, wir stellen den weißen Papst, wir sind letzten Endes die absolute Elite der katholischen Kirche, das vielleicht über die Jahrhunderte, Jahrzehnte immer so ein bisschen versteckt war, angedeutet war, aber jetzt mittlerweile sich völlig in der Öffentlichkeit herausstellt, guck mal hier, die Jesuiten stehen absolut an der Spitze. Und das hat für mich zumindest so eine, ja, so eine Bedeutung, dass da jetzt ein gewisser Punkt der Macht erreicht ist, dass man sich nach komplett das Visier hochklappen kann. Dem habe ich nichts anderes entgegenzusetzen. Ich habe das von Anfang an gesagt. Man sieht es ja auch am Anfang dieser Buchlesung, unter anderem mit der Bulle in Junctum Nobis, die ja Antichrist Papst Paul III., der ja auch die Jesuiten ordiniert hat in 1540, die Bulle, die er 1543 ordiniert hat, da habe ich ja gesprochen von den Freibriefen, die die Jesuiten kriegen und die Macht, die sie bekommen. Und es ist deutlich, wenn man Bücher liest wie Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, und man sieht, wie Lorenzo Ricci mit den Päpsten spielt, vor allen Dingen mit Clement dem 13. und Clement dem 14. und seinem Nachfolger, dem Bracci, da weiß ich jetzt nicht mehr, welchen Papstnamen der angenommen hat. Das war der erste, der Clement der 14. Ersetzt hat, als der gestorben wurde, der ja vergiftet wurde, weil er die Jesuiten abgeschafft hat mit der Bulle Dominic ac Redemptor. Da konnte man ja schon sehen, wie die Päpste im Grunde in der Hand der Jesuiten waren. Und ganz sicher natürlich mit der Wiedereinführung des Jesuitenordens 1814 durch Papst Pius den 7., der ja auch die Bulle erlassen hat, dass diese Gesellschaft nie wieder verboten werden soll. Also das ist ja im Grunde ein offenes Geheimnis für diejenigen, die sich mit der Materie beschäftigen. Der Punkt, den du gemacht hast, ist natürlich von daher legitim, Michael, dass du sagst, als normaler Katholik, der ich mich mit solchen Sachen nicht beschäftige, selbst ich kann das jetzt sehen. Ja, die Jesuiten machen heute im Grunde genau das Gleiche, was die römisch-katholische Kirche Ende des 15. Jahrhunderts, Beginn des 16. Jahrhunderts getan hat. Sie werden überheblich. Die römisch-katholische Kirche Ende des 15., Beginn des 16. Jahrhunderts wurde überheblich. Der Papst wollte seinen Palast da im Vatikan bauen, den wir heute St. Petersdom nennen, und brauchte dafür Unsummen von Geld und hat unter anderem auch in die deutschen Landen überall seine Vertreter geschickt, die den Leuten Ablassbriefe verkauft hatten.
Und zwar in einer Art und Weise, wie das der Johann Tetzel getan hat in Deutschland, nach dem Motto, wenn die Münze in den Koffer springt, die Seele aus dem Fegefeuer, wenn die Münze in dem Koffer klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Den Satz hat er ja geprägt. Mhm. Das hat solche Ausuferungen angenommen, dass solche Leute wie Martin Luther gesagt haben, von hier stimmt was nicht. Martin Luther ist 1513 oder wann das war, nach Rom gegangen und hat gesagt, wenn es eine Hölle gibt, dann ist Rom darauf gebaut. Weil auf einmal war das für ihn keine heilige Stadt mehr. Er hat gesehen, was die Stadt im Grunde wirklich war, wie die Umtriebe darin waren. Und das hat ihn dann dazu angesetzt, eben gegen diese Ablässe vorzugehen. Und die römisch-katholische Kirche war so allmächtig, sie war auf dem absoluten Zenit, sie war auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts. Und das hat damals die Reformation ausgelöst. Nun, wenn wir sagen, das sind Parallelen dazu, wie die Jesuiten, die römisch-katholische Kirche beherrschen, heute sind, in 2018, dann können wir uns natürlich fragen, wenn damals die Antwort die Reformation war, was wird diesmal die Antwort sein? Ja, diesmal wird die Antwort sein, dass sie uns in ein von ihnen gelenktes, gewünschtes und gesteuertes Chaos führen, aus dem dann hinterher die sogenannte neue Weltordnung entspringen wird. Mhm. Genau das beabsichtigen sie. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind heute 500 Jahre weiter als zur Reformationszeit. Wir sind also wirklich mehr und mehr in den allerletzten Tagen, die uns auf dieser Erde gegeben werden. Alles neigt sich dem Ende zu. Und der Teufel weiß, Michael, dass er nur eine kurze Zeit hat. Ja. Aber er kommt da jetzt mit aus. Und das wird sich irgendwann gegen die Kirche kehren. Wir lesen ja selbst in Offenbarung, dass die Könige der Erde die Frau nackt machen, ja, und sie verbrennen und was nicht alles. Also da müssen wir mal in Offenbarung dann gehen und das mit rein studieren. Das ist ja alles irgendwo vorgeschrieben. Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Okay, aber wenn ich diese absolut korrumpierende Macht habe, dann kommt das auch irgendwann mal zu einem Ende. Bis jetzt ist noch jedes Königreich oder jedes Empire, jedes Kaiserreich, jedes Reich im Allgemeinen ist gefallen. Babylon ist gefallen, die Medo-Perser sind gefallen, die Griechen sind gefallen, das heidnische Römische Reich ist gefallen und das päpstliche Rom wird auch fallen. Natürlich, ganz zum Schluss fällt es dann so, wenn Jesus Christus zurückkommt, wie im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 8 beschrieben steht, aber auch davor werden wir hier schon auf der Erde einige Veränderungen sehen und der Papst Franziskus ist ja vielen auch in der römisch-katholischen Kirche nicht katholisch genug. Er ist nicht für sie einer, der das Konzil von Trient durchsetzt, sondern eher das Zweite Vatikanische Konzil. Und es gibt ja die Ultramontanen, die ganze Rechtsbewegung unter den Jesuiten und den römischen Katholiken, die alle Päpste nach Papst Pius XII. Als Antipäpste im Grunde sehen. Ja? Mhm. Und da zählt Mario Bergoglio auch mit zu. Und der Mario Bergoglio spielt seine Rolle ja, also der Franziskus spielt seine Rolle ja ausgezeichnet. Da kann man ja nun gar nichts gegen sagen im Augenblick. Und ist in ein paar Tagen im Kino. Ja, ja, kommt am 18. kommt der Film raus da. Ja, ja. Ja. Ein Mann seines Wortes oder sowas heißt der Film. Ne? Ja, also auf jeden Fall jemand, der dann als Schauspieler auf der Leinwand steht und seine Rolle gut spielt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welcher deutsche Regisseur das war. Ich habe letztens gesagt, Emmerich. Ist es Roland Emmerich? Ja. Hast du gesagt, weiß ich noch. Ja, habe ich gesagt. Woche. Ich weiß, dass es ein deutscher, sehr berühmter Regisseur ist, aber ich will mich jetzt wirklich nicht festlegen darauf, dass es Roland Emmerich ist. Das kannst du ja mal nachschauen. Also ich weiß, dass es ein berühmter deutscher Regisseur ist. Wim Wenders ist es. Wim Wenders, siehst du? Ja, danke. Wim Wenders. Ja, Wim Wenders, ja. Ich wusste, mit Roland Emmerich war ich irgendwie verkehrt. Der ist mehr so für die Actionfilme oder was zuständig. Ja, Wim Wenders ist das. Ja, ist ja ein berühmter deutscher Regisseur. Der den Film gemacht hat. Und ich rate jedem an, sich diesen Film, wenn er kann, sich den anzuschauen, aber nicht mit der katholischen Brille, sondern durch die Brille der Bibel. Natürlich könnte man dann im Grunde nach 2 Minuten entsetzt schreiend aus dem Kinosaal rauslaufen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es da auch eine ganze Menge interessante Dinge gibt, die man vielleicht lernen kann über die Politik der Jesuiten und so weiter. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier bis zum Ende der Stunde diskutieren, aber der Punkt, den du gemacht hast, Michael, ist sehr legitim und sorgt wohl auch im Ende dafür, dass in diese ganze Kirchenbewegung
dass es da Erschütterungen gibt und dass es da wohl auch Konsequenzen von gibt. Welche diese Konsequenzen genau sein werden, kann ich jetzt nicht sagen. Nur mich erinnert das, weil du es eben auch richtig sagst, die Jesuiten kommen offen dafür aus, welche Macht sie eigentlich haben. Das erinnert mich an den Zustand, wie es Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts war. Und wir wissen ja, Geschichte wiederholt sich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Geschichte verstehen und kennen und lernen. Dafür machen wir ja unter anderem diese Lesung. Hast du noch was oder soll ich Ich, fortfahren mit der Lesung? ja, bitte fahr fort. Okay, gerne. Also, wir waren hier stehen geblieben mit 1546 zum Bischof von Triest zu machen, was sich Liola aus guten Gründen, dieselben sind bereits im ersten Buch entwickelt worden, hintertrieb. Hatte ich ja gesagt, warum Loyola absolut dagegen ist, dass Leute des jesuitischen Ordens solche festen Anstellungen annehmen können. Ja? Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Könnt ihr ja die anderen Lesungen euch nochmal anhören, wo ich das erzählt hatte. Somit blieb Lejean in Wien und ließ es sich vor allem angelegen sein, den König zu bewegen, mit der Errichtung eines Kollegiums für den Orden in Wien voranzugehen. Denn noch besaß dieser in ganz Deutschland seinen stabilen Sitz, und nur wenn die Kaiserstadt den Reigen öffnete, ließ sich hoffen, dass auch die anderen Städte nachfolgen würden. Allein trotz der Gunst, in welcher Lejean bei Hofe stand, und trotzdem er in seinem Vorhaben von seinem vertrauten Freunde Urban Tertor, dem Beichtvater und Hofprediger Ferdinands, eifrigst unterstützt wurde, zögerte letzterer doch längere Zeit und erst im Jahre 1551 übergab er dem Bittsteller ein verlassenes Dominikanerkloster, das während der Belagerung Wiens durch die Türken beinahe ganz in Trümmer geschossen worden war. Voll Freude ließ Lejean es notdürftig herrichten und erbat sich sofort von Loyola ein Dutzend weiterer Jesuiten aus Rom, um mit diesen jüngeren Kräften den Kollegialunterricht beginnen zu können. Auch entsprach der General seinem Ansinnen sogleich und schickte nicht nur 11 durch ihre Lehrgaben ausgezeichneten Patres, sondern ernannte auch den Lejean selbst zum ersten Rektor der ersten Jesuitenkolonie auf deutschem Boden. Solches war der bescheidene Anfang der jesuitischen Wirksamkeit in Deutschland. Nun aber, als die Sozietät diesen ersten Schritt einmal überwunden und sich zugleich durch die Wirksamkeit der Patres, Leines, Salmeron und Cuvion auf der Tridentinischen Synode einen bei den Anhängern Roms äußerst wohlklingenden Namen erworben hatte, nun ging es mit Riesenschritten vorwärts und insbesondere zeigte sich Österreich als ein fruchtbarer Boden. Wir gehen hier nochmal kurz in eine Fußnote rein, was ich sowieso mit einem Kommentar verbunden hätte. Es geht hier nämlich darum, dass hier steht auf der Tridentinischen Synode, das ist das Konzil von Trient, was ich ja schon öfter erwähnt hatte, das von den Jesuiten komplett ausgerichtet und koordiniert und geleitet wurde in all den 18 Jahren, dass es stattfand. Nun, es gab jahrelange Pause dazwischen. Es waren, glaube ich, in total 3 Sitzungen, jede Sitzung nicht länger als bis zu 3 Jahre, glaube ich, die längste, dann von einigen Jahren unterbrochen. Aber dieses Konzil von Trient ist heute noch genauso gültig, wie es das damals war. Wir lesen hier in der Fußnote, der apostolische Stuhl zu Rom, in dessen Auftrag die genannten Patres als Theologen des Papstes nach Trient gingen, besaß unter allen auf der Synode Anwesenden niemanden, der seine Rechte, gleich viel ob wirkliche oder anmaßende, mit mehr Geschick und Eifer verfocht als Leines und seine Genossen. Auch erwiesen sie sich als die abgesagtesten Feinde der kirchlichen Reformen und selbst die heilsamste Verbesserung bekämpften sie mit einer Entschlossenheit, die an Fanatismus grenzte. Das Nähere hierüber findet man in Wessenbergs Historie der großen Kirchenversammlungen. Das dürfte eventuell nochmal ein interessantes Buch sein, um sich zu besorgen und darin nachlesen zu können. Ich sage nur so viel, ich habe da eine 3-stündige englischsprachige Sendung drüber gemacht in 2014, Nothing but the Truth. Why didn't the reformers go all the way? The Sabbath question auf Deutsch, nichts als die Wahrheit. Warum gingen die Reformer nicht den ganzen Weg?
die Sabbatfrage. Und da lernen wir, dass in der 17. Sitzung des Konzils von Trient der Erzbischof von Reggio eine Rede gehalten hat, die die Protestanten verdammte, weil er sie überführt hat als Heuchler, die sagen, die Bibel und die Bibel alleine sei ihre einzige und höchste Autorität, die sich da aber nicht dran halten, weil sie nämlich den Sonntag feiern, als anstatt den Sabbat, den siebenten Tag, als Ruhetag, als Tag, um dem Sonnengott zu frönen, für dessen Veneration es keine Legitimation in der ganzen Bibel gibt. Das hat der Erzbischof von Reggio selbst gesagt. Und das könnt ihr in der englischen Sendung hören. Ihr könnt die Artikel lesen, die sind auch verlinkt in dem Video, aber es ist alles in Englisch, kann ich auch nicht helfen. Und da könnt ihr das lernen. Und da hat der Reggio gesagt, also der Erzbischof von Reggio hat gesagt, die Protestanten sind nichts weiter als Rebellen. Sie sind keine legitimen oder keine legitime Absonderung der römisch-katholischen Kirche, sie sind Rebellen in der römisch-katholischen Kirche. Und der Erzbischof von Reggio hat recht. So leid mir das tut, ich muss ihm immer noch zustimmen, der Erzbischof von Reggio hat recht. Wenn ich sage, ich höre der Bibel alleine zu als meine Autorität und für mich gilt keine andere Autorität als das wahre und unverfälschte Wort Gottes, dann kann ich da keine Kompromisse drauf machen. Dann kann ich auch nicht den Sonntag heiligen. Das haben aber alle Reformer getan. Nicht nur Martin Luther. Auch Calvin. Auch Wesley. Und all die anderen, ich habe gar keine Lust, die alle aufzuzählen. Alle haben den Sonntag gehalten. Keiner hat den Sabbat gehalten. Und das war natürlich eine absolute Verdammung. Deswegen ist das Konzil von Trient in 1563 gestoppt mit 125 Verfluchungen, die die römisch-katholische Kirche gegen die Protestanten ausgesprochen hat. Und jede einzelne dieser Verfluchung, Anathema auch genannt, ist heute noch gültig. Jede einzelne dieser Verfluchung wurde auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bestätigt. Nichts wurde davon zurückgenommen. Nur anstatt Ketzer nennt man sie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil separierte Brüder. Okay? Hm. Der Name hat sich geändert. Aber die Position oder die Situation der Menschen hat sich nicht geändert. Ob man mich jetzt separierter Bruder nennt oder Ketzer, ist mir wurscht. Ich bin dann schon in den Augen der römisch-katholischen Kirche lieber ein Ketzer als ein separierter Bruder, weil mit der römisch-katholischen Kirche bin ich nicht verbrüdert. Ja? Aber der Punkt ist, dass wir begreifen, dass das Konzil von Trient unglaublich wichtig war. Und es ist gut, dass der Autor hier jetzt zumindest eben mal auf das Konzil ankommt, weil was da alles beschlossen wurde, hat im Grunde den Weg geebnet für die nächsten Schritte der Jesuiten. Wir hatten ja gerade eben gelernt, das war jetzt der erste Schritt, den sie gemacht hatten. Ja, vor allen Dingen in Wien, die Errichtung dieses Kollegiums. Das war der erste Schritt und wir wissen ja, ein Marathon fängt auch immer mit dem ersten Schritt an, richtig? Und die Jesuiten hatten sich einen ziemlichen Marathon vorgenommen, zu gehen. Aber sie haben Geduld, sie haben Zeit. Damals zumindest. Heute läuft ihnen langsam die Zeit weg. Aber trotzdem werden sie ihre Ziele soweit erreichen, soweit Jesus Christus es zulässt, zumindest. Wir fahren fort. Als nämlich Lejean schon ein Jahr nach seiner Ernennung zum Rektor gestorben war, wurde Canisius zu seinem Nachfolger erkoren. Und dieser kluge Kopf wusste sich in das Vertrauen König Ferdinands bald so sehr einzunisten, also als Beichtvater, ne? Ist ja logisch, wie kann er das sonst machen, dass er wenigstens in kirchlichen und religiösen Dingen die einzige maßgebende Person am Hof wurde. Ja, sogar zum Bischof von Wien wollte ihn der König ernannt wissen und es kostete unendlich viel Mühe, den Monarchen von dieser Idee abzubringen. Warum? Weil Ignatius von Loyola da nicht mit einverstanden wäre und auch der spätere General Leines wäre da auch nicht mit einverstanden gewesen. Ja? Er kann hier, dieser Canisius, Canisius kann keine Bischofswürden in Wien akzeptieren aufgrund der Statuten der Jesuiten, die ihn da
in Gewissenskonflikt bringen würden. Nicht ihn persönlich, aber die ganze Gesellschaft. Er selbst hat kein Gewissen mehr. Er hat sein Gewissen abgetreten an seinen Vorgesetzten. Allein, fährt der Autor fort, wenn nun auch Canisius in diesem Punkte auf Befehl seines Generals den Bescheidenen und Demütigen spielen müsste, so griff er umso herzhafter zu, wenn es irgendwo etwas für den Orden zu erwerben gab. So bewirkte er unter anderem, dass Ferdinand im Mai 1554 der Sozietät das schöne, geräumige, frühere Karmeliterkloster in Wien schenkte, um das Jesuitenkollegium dahin zu verlegen. So erhielt er 2 Monate später ein anderes, großes Gebäude, um darin ein bürgerliches Konvikt einzurichten. Und so entstanden 4 Jahre später ein Seminar für ärmere Theologen sowie eine Erziehungsanstalt für adelige Jünglinge. Übrigens, nicht bloß in der Hauptstadt Wien verschaffte der strenggläubige König Ferdinand den Söhnen Loyolas behagliche Niederlassungen, sondern auch in anderen Teilen seiner Erblande, und zwar überall aus dem offen ausgesprochenen Grunde, damit der immer weiter um sich greifenden Reformation Schranken gesetzt würden. Auch waren einige dieser Niederlassungen sehr großartig und vielbedeutend, und insbesondere wurden die zu Innsbruck in Tirol, zu Thurau in Ungarn, Österreich begriffen mit Thurau, in Tnor, wie heißt das hier? Kann ich auch nicht entziffern, Trnau. Ja. Ungarn, ja. Die haben ja so komische Wörter, ja. Trnau in Ungarn und die zu Prag, das frühere St. Clemens-Kloster in Böhmen, mit äußerst reichen Einkommensteilen bedacht. Ja, das letztere Kollegium in Böhmen also erfreute sich sogar des Vorteils, schon nach 7-jährigem Bestand anno 1562 zu einer förmlichen Akademie für die theologischen und philosophischen Wissenschaften erhoben zu werden und wurde dadurch in den Stand gesetzt, mit der alten, hochberühmten Prager Universität in Konkurrenz zu treten. In Bayern hatte schon vor dem Jahre 1548 Bobadilla vom Herzog Wilhelm IV. Das Versprechen erhalten, dass dem Orden ein Kollegium erbaut werden solle. Allein wegen Bobadillas Verbannung blieb das Versprechen, solange Wilhelm IV. Lebte, unerfüllt. Und noch weniger dachte der Nachfolger Wilhelms, Albrecht V., welcher sich im Anfange seiner Regierung in religiösen Dingen sehr duldsam erwies, daran, die Jesuiten bleibend ins Land zu ziehen. Diese Duldsamkeit war jedoch gar nicht nach dem Geschmack der Söhne Loyolas, und so wurde denn unter der Hand der Herzog verdächtigt, er begünstigte heimlich die Ketzer, weil er in seinem Innern selbst ketzerisch gesinnt sei. Nichts konnte unwahrer sein, allein was lag daran, wenn man durch die Lüge nur zu seinem Zwecke kam? Der Zweck heiligt die Mittel. Und die Loyoliten kamen dadurch zu ihrem Zwecke. Der Herzog wurde nämlich im höchsten Grade erbittert, als man ihm Personen, die ihm sehr nahe standen, die Mitteilung machten, in welchem Geruch er bei seinen rechtgläubigen Untertanen gekommen sei. Und diesen Zorn benutzte der kluge Canisius, welcher eigens deswegen im Jahre 1555 mit vielen Empfehlungen des Königs Ferdinand in der Tasche von Wien nach München reiste, um den hohen Herren vorzustellen, wie es kein wirksameres Mittel gäbe, den schlimmen Verdacht zu widerlegen, als wenn er als Beschützer der vom Papst und allen guten Katholiken mit so großer Auszeichnung behandelten Sozietät Jesu auftrete. Dies leuchtete dem Herzog ein, und er verpflichtete sich sofort, in einem am 7. Dezember 1555 mit Canisius abgeschlossenen Vertrag, dem Orden der Jesuiten ein großartiges Kollegium mit entsprechender Dotation in Ingolstadt zu erbauen. Hört ihr die Glocken läuten? Ingolstadt, die Universität, die jesuitische von Anfang an? Genau das wird daraus entstehen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber da bin ich sicher von. Auch hielt er sein Versprechen in allen Teilen und förderte den Bau so schnell, dass die Anstalt bereits das Jahr darauf mit 10 jesuitischen Lehrern, die von Rom herbeieilten, eröffnet werden konnte. Damit gab sich jedoch der unersättliche Canisius nicht zufrieden, sondern es hungerte ihn auch nach einem bleibenden Wohnsitz in der bayerischen Hauptstadt selbst, und so ruhte er nicht,
als bis Albrecht V. in München anno 1559 jenes prächtige Kollegium gründete, dessen Bau noch jetzt ein Gegenstand der Bewunderung aller Kunstverständigen ist. Nun erst, nachdem er auch diesen großen Erfolg erreicht und mit Genehmigung des Generals zu Rom seinen Stiefbruder Theodor Canisius zum ersten Rektor der Anstalt ernannt hatte, kehrte Peter Canisius nach Wien zurück, um von nun an als erster Provinzial der oberdeutschen Jesuitenprovinz, in welche Österreich, Bayern und Schwaben eingerechnet wurden, zu wirken. Von jetzt ab folgten sich die Gründungen neuer Kollegien Schlag auf Schlag, und zwar insbesondere in den Territorien der deutschen Kirchenfürsten, in welchen die Mehrzahl der Einwohner protestantisch geworden war. Es gelang nämlich den Einflüsterungen der jesuitischen Emissäre, welche auf Befehl ihres Generals an den verschiedenen Bischofssitzen herumreisten, mehreren der hervorragendsten Prälaten die Überzeugung beizubringen, dass ihre Herrschaft oder wenigstens der dauernde Besitz derselben sehr in Frage stehe, wenn ihre Untertanen ihnen nicht auch in geistlichen Dingen gehorchten, denn so gut sie sich hierin unabhängig gemacht hätten, so gut könne es ihnen eines Tages einfallen, sich auch in politischer Beziehung ihrem Zepter zu entziehen, und dieselben würden in einem solchen Falle sehr auf den Schutz der angrenzenden protestantischen Fürsten zu rechnen haben. Kommentar. Gerne. Kommentar. Da ein paar Sätze vorher hast du gelesen. Erster Provinzial der oberdeutschen Jesuitenprovinz, in welche Österreich, Bayern und Schwaben eingerechnet wurden, zu wirken. Da ging direkt die Jalousie hoch. es gab ja da mal einen Österreicher, der nach Bayern gewandert ist. Und da letzten Endes zwischen den zwei Weltkriegen da Politik gemacht hat. Und wenn man jetzt zum ersten Mal lese ich jetzt überhaupt in einem Schriftstück eine oberdeutsche Jesuitenprovinz Österreich, Bayern und Schwaben. Das habe ich nirgendwo anders gefunden und da wird mir doch jetzt noch etwas klarer, was die deutsche Geschichte da betrifft. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, damals gehörte ja Österreich zu Deutschland, zum Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Ja. Das ist ja erst, diese Abspaltung ist ja erst später gekommen. Wenn man sich auch die Karten anguckt des Heiligen Römischen Reiches, so wie es Bestand hatte, im Grunde zwischen 800 und 1800, das einzige wirklich tausendjährige Reich, das jemals regiert hat, hier in Deutschland, da gehörte Österreich da ja zu. Ja? Und die österreichischen Regenten waren ja auch immer sehr stark und sie waren immer katholisch. Ja. Ja, genau wie die Bayern. Ganz interessant zum Beispiel, welcher Deutsche kennt nicht die berühmte Königin oder Prinzessin von Österreich, da die Sissi? Ja. Ja, ich hab letztens ein Interview gehört mit Eric John Phelps, wo er gesagt hat, dass Sissi auch ermordet wurde von den Jesuiten. Mhm. Ganz interessant, wusste ich auch nicht. Die Leute kennen ja immer nur diesen Film mit Romy Schneider und himmeln Sissi an, da haben wir gar keine Ahnung, was für Leute das sind. Aber die wurde anscheinend auch von Jesuiten ermordet. Aber natürlich, Österreich immer eine Hochburg, eine katholische Hochburg gewesen. Bezeichnete Martin Luther früher in der Zeit auch als Weltschland, ja, Österreich und Norditalien. Mhm. Österreich hat ja seine Macht auch ausgespielt bis nach Norditalien runter, also Mailand, Venedig, Florenz, die Gegenden, die waren ja unter starkem Einfluss da. Ja, und dann eben Bayern und Schwaben, das sind eben die erzkatholischen Länder, das sind sie auch heute noch in Deutschland, die erzkatholisch sind. Und daneben hast du dann halt die Grenze nach dem Norden hin, wo der Protestantismus gewirkt hat. Also ich habe in einem anderen Buch gelesen, dass es um 1566, 1580, so in der Zeit, die Inquisition in Bayern so kräftig aufgetreten war, dass Leute, die mit der Bibel erwischt wurden, und sicher, wenn es die Bibel in ihrer eigenen Sprache war, nicht nur die Bibel weggenommen wurde, sondern dass die noch mit ihrer Bibel zusammen verbrannt wurden. In Bayern, im 16. Jahrhundert. Ja, das ist ja, wir beide sind ja so ungefähr ähnlich alt, aber wenn man halt mal so sieht, die Generationen, die nach uns kommen, die haben ja immer weniger und weniger Bezug zur Geschichte und bekommen ja auch gar nicht diese Hintergründe da gelehrt und die sind aufgrund der Begriffsvielfalt
Deutsches Reich, Heiliges Römisches Reich, Deutsches Kaiserreich und so weiter, ja dermaßen schon überfordert, weil sich ja alles irgendwie ähnlich anhört und sich so viele Grenzen dann wieder hin und her verschoben haben aufgrund der ganzen Kriege, dass man, dass selbst ich da, der sich dafür interessiert, eigentlich immer so ein, dann überlegen muss, Moment mal, wer hat mit wem, wer gehörte zu wem, wer hat mit wem koaliert, wer hat da mit wem zusammengearbeitet und gegengearbeitet. Wenn man das jetzt alles aufs Mittelalter bezieht, werden die ganzen Sachen viel, viel deutlicher, als wenn man sich jetzt nur um die letzten 150 Jahre oder so bemüht. Weil da ja schon, ja, mal Österreich mit zu Deutschland gehört hat, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und jetzt heutzutage ja eigentlich schon seit der Ende des Zweiten Weltkrieges ja für jeden irgendwie eine ganz klare Abgrenzung zwischen Deutschland und Österreich und der Schweiz besteht, was ja damals ja vor ein paar hundert Jahren ja eben nicht der Fall gewesen ist. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wir beurteilen heutzutage immer Staatsgrenzen, aber einer meiner Lieblingsüberlegungen ist immer das, dass man eigentlich gar nicht mit Staatsgrenzen arbeiten sollte, sondern mit entweder mit Völkergrenzen oder halt einfach mit Religionsgrenzen. Dann würde man auch verstehen, warum die ganzen Konflikte in unserer Zeit, also beispielsweise mit den Kurden in der Türkei und so weiter, warum diese Konflikte eigentlich unlösbar sind, weil man eigentlich immer nur die Staatsgrenzen sieht, aber die Völker halt dann halt eben ganz andere Gebiete eigentlich okkupiert haben und hatten. Ja, die Staatsgrenzen sind halt willkürlich gezogen. Und genau. Das Kurdenreich ist ja nun eins der absoluten Primärbeispiele, das man dafür nennen kann. Mhm. Es gibt Kurden, die leben in der Türkei, die leben in Iran, die leben in Irak, die leben in Syrien. Überall in diesen Ländern gibt es Kurden, aber immer in verschiedenen Ländern. Als das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg gefallen war, haben die Franzosen und die Engländer das unter sich aufgeteilt. Und du sagst, man sollte halt das nach den Menschen beurteilen, nach den Völkern, die da wohnen. Das ist ja die Absicht gewesen, als der Herr in Babylon die Verwirrung gebracht hat durch die Sprachen. Durch die Sprachen sind die Nationen entstanden. Ja. Und okay, in Österreich sprechen sie ein anderes Deutsch, als das wir hier jetzt gerade sprechen, aber es ist immer noch Deutsch. In Schweiz sprechen sie ein anderes Deutsch, aber es ist immer noch Deutsch. Ja, es sind im Grunde deutschsprachige Staaten, die es da gibt. Also Nationen, es ist eine deutsche Nation. Man kann, und das finde ich einen wichtigen Punkt, den du gerade angeführt hast auch, man kann die Geschichte von heute oder man kann die Gegenwart, mit der wir heute konfrontiert sind, eigentlich nur begreifen, wenn man die Geschichte kennt. Und nicht nur die Geschichte der letzten 150 Jahre, nein, weil das, was sich die letzten 150 Jahre oder 130 Jahre, wenn wir jetzt mal vom 140 Jahre, wenn wir jetzt mal vom Zweiten Reich ausgehen, das Bismarck gegründet hat, 1870, das, was damals passiert ist, konnte ja nur passieren, weil es davor eine Geschichte gab, nämlich die Geschichte von dem Zeitpunkt der Reformation bis dato, also von 1520, lass uns mal grob sagen, bis 1870. Wenn man diese 350 Jahre Geschichte nicht kennt, dann kennt man nicht die Basis, auf der alles aufgebaut ist, was wir heute haben. Und das ist das Problem, deswegen verstehen Leute das nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch eben anholen möchte, und dann lesen wir noch kurz weiter, nicht mehr allzu lange, den ich noch anholen möchte, ist, in 1938 hat es den berühmten Anschluss gegeben. Warum denkt ihr wohl, dass man damals von dem Anschluss von Österreich an das Deutsche Reich gesprochen hat und warum damals die Schlagworte waren, Heim ins Reich geholt. Das hat eben seine Begründung daher, dass es 1000 Jahre lang Österreich ein Teil Deutschlands war. Wurde dann durch den Ersten Weltkrieg total abgesplittert, aber man hat es dann halt wieder, Hitler in der Zeit, 38, heim ins Reich geholt. Und hat da auch gleich seine Schattenregierung, seine Nazi-Regierung gesetzt mit dem Schussnick. Und wie der andere, da komme ich jetzt eben nicht drauf, heißt. Das kommt ja in der Lesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris vor. Das könnt ihr euch da ja angucken. Da ging es, das war doch das Schlagwort damals. Österreich heim ins Reich holen. Ja. Gut. Ja, heim ins heilige römische, katholische. Ja, heim ins deutsche Reich. Ja? Heim ins deutsche Reich, Österreich, heim ins deutsche Reich holen. Gegen solche Gefahr aber wurde dann immer hinzugesetzt, helfe kein Mittel als die Zurückführung der Gesamtuntertanenschaft zur Katholizität
und die geeignetesten Männer hierzu seien offenbar die Mitglieder der Gesellschaft Jesu, welche sich bekanntlich die Ketzerbekehrung zur Hauptaufgabe gesetzt hätten. Derartige Vorstellungen blieben selten ohne Wirkung, und vor allen anderen sollte ihnen der Kardinalbischof von Augsburg, Otto Truschfess von Waldburg, ein komischer Name, Truschfess, würde ich mal sagen, Otto Truschfess von Waldburg, seinen Beifall. Er beeilte sich also, den Söhnen Loyolas in Dillingen 1563 ein Kollegium zu errichten und übertrug ihnen zugleich die Leitung der dortigen Hochschule, die er schon 14 Jahre vorher gestiftet hatte. Schwerer wurde es ihm, denselben die Throne von Augsburg selbst zu eröffnen, denn der Magistrat sowohl als auch sein eigenes Domkapitel widersetzten sich der Ansiedlung der Loyoliten aus allen Kräften. Endlich jedoch, obwohl erst verschiedene Jahre nach des Bischofs Otto Tode, nämlich 1579, gelang auch hier die Gründung eines jesuitischen Kollegiums, obwohl unter sehr beschränkenden Bedingungen. Und die sehr reichen sowie zugleich sehr bigotten Fugger sorgten dafür, dass es gut genug dotiert wurde. Die Fugger waren ja eine furchtbar reiche Handelsfamilie im Mittelalter aus Bayern. Weitere jesuitische Ansiedlungen entstanden 1564 in Würzburg durch den damaligen Bischof Friedrich von Wirsberg, sowie 4 Jahre später in Mainz und Aschaffenburg durch den Erzbischof Daniel, der sie auch beide sehr reich ausstattete. Im Jahre 1570 tat das gleiche der Erzbischof Jakob III. Von Trier, oder vielmehr, er führte bloß aus, was sein Vorgänger Johann VI. Bereits projektiert hatte. Und dann folgten die Kollegien von Fulda 1573, von Heiligenstadt auf dem Eichsfelde, von Köln, von Koblenz sowie von Speyer, die letzteren 4 alle im Jahre 1581. Endlich führe ich noch an die Kollegien, Seminarien und Residenzen in Regensburg von 1589, in Münster 1589, in Hildesheim und in Paderborn 1596, welche sämtlich, außer Paderborn, das dem Bischofe Theodor von Fürstenberg sein Dasein verdankt, von Mitgliedern des kaiserlichen Herzoghauses, das ist von nachgeborenen Mittelsbachern, welche allda Bischöfe waren, ins Leben gerufen wurde. Wir sehen hier, wo wir jetzt zum Ende der Lesung heute kommen, dass die Jesuiten den katholischen Äquator, wenn man es mal so nennen will, immer weiter nach Norden verlegen. Münster, Hildesheim, Paderborn. Das finde ich schon sehr weit nördlich und sehr weit aus dem ursprünglichen Gebiet, von dem wir gerade eben sprachen. Österreich, Bayern und Schwaben herausgenommen. Aber hier, denke ich, sollten wir nach einer guten Stunde unsere Lesung für heute beenden. Ich fand es sehr interessant und auch möchte mich ganz herzlich bedanken bei Michael, der heute wieder mein Gast war und auch einiges auch zu dieser Sendung beigetragen hat. Michael, hast du noch eine abschließende Bemerkung für heute, für unsere Zuhörer und Zuschauer? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für diese Lesung, auch wenn da vielleicht wir ein bisschen abgeschweift haben. Ich habe übrigens gerade nochmal eben das Internet gefragt nach Truxes. Das kam mir doch schon ein bisschen seltsam bekannt vor. Also Truxes ist tatsächlich ein mittelalterliches Hofamt. Ein Namensbestandteil von Adelsgeschlechtern und das hat, also auf jeden Fall ist das wohl so ein, war verantwortlich für die fürstliche Tafel und die Ernährung der Gäste und Gefolgschaft. Also es hat etwas mit Trank und Speise zu tun. Schön. Ja, dann also auf jeden Fall fand ich die Lesung auch super interessant, vor allen Dingen, weil halt meistens so viele Sachen da zukommen, wo man halt dann selber drüber stolpert und vielleicht eine andere Position nicht unbedingt vertritt, aber auch andere Gedanken dazu hat. Und mir fallen halt bei dieser Lesung von Griesinger, wenn er so manche Sachen betont und ausführt, fallen mir immer halt da ganz andere Sachen zu ein. Und dann gebe ich ja zu, etwas abzuschweifen, aber das muss dann teilweise echt mal gesagt werden. Na, also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass du besonders abgeschweift bist. Ich finde diese
Themen, die wir angeschnitten haben heute während der gesamten Lesung, die gehören dazu. Und das ist ja das, was solche Lesungen auch interessant macht. Ich meine, ich habe schon mal natürlich Kommentare gehabt von Leuten, die meinten von, komm zur Sache, lies das Buch und halt deine Schnauze, was diese ganzen Kommentare angeht. Ja, zu solchen Leuten kann ich nur sagen, wisst ihr was, besorgt euch das Buch selber, lest es selber und werdet dann daraus alleine schlau. Wenn ihr meine Lesungen folgen wollt, dann werde ich immer meine eigene Meinung dazugeben. Und die geschichtlichen Fakten, die uns der Autor in dem Buch gibt, das wir hier lesen, anfüllen mit geschichtlichen Fakten von anderen Autoren und anderen Büchern und anderen Dokumenten. Und nicht zuletzt immer alles an der Bibel messen. Das ist meine Aufgabe, die mir so vom Heiligen Geist eingegeben ist, weil ich bin ja nur das Medium, das er gebraucht, dass diese Sachen rauskommen. Und das finde ich auch gut so. Da lasse ich mich auch sehr gerne für gebrauchen. Ich habe nichts anderes als mein Lebensziel mehr. Dies ist mein Lebensziel, dieses Ministerium, die Leute über diese Geschichte aufzuklären und dafür zu sorgen, dass sie die Geschichte, die ihnen nie gelehrt wurde, lernen und verstehen können und dass sie daraus dann ihre Schlüsse für die Gegenwart und für die Zukunft ziehen können und dass sie wissen, dass sie sich an die Bibel und die Bibel alleine halten sollen als einzige Autorität ihres Gewissens, wie ich das auch tue. Jeder ist da natürlich frei drin, das zu tun oder nicht zu tun. Nur derjenige, der es tut und Jesus Christus als seinen Erlöser akzeptiert, der bekommt das ewige Leben geschenkt. Weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und hiermit möchte ich mich dann für heute auch im Namen von Michael eben verabschieden. Bis zur nächsten Lesung von dem Buch von Theodor Griesinger. Maranatha.